Das würde sonst nämlich ewig dauern. Also, ich nehme ein Feuerzeug, nehme einen Nagel, mache oder heize die Spitze etwas an und dann machen wir ein Loch dorthin, dass ich auch immer das Loch gut erreichen kann und den Finger oder irgendwas davor halten kann, wenn ich diesen Behälter immer wieder auffülle und ja, vielleicht auch als Fülltropfen nutzen kann. Gut, das sollte schon reichen. Ja, hier und rein. Dann sollte das Öl auch gleich besser laufen. Okay, das war noch nicht warm genug. Na, dann holen wir das doch noch mal nach. Das sollte jetzt aber schon reichen. Und genau das gleiche Loch nochmal. Jawohl. Und seht ihr, es läuft. Na, rein damit. Na, die letzten Tropfen laufen gerade rein. Das ist doch schon mal gut. Und solange das restliche Öl jetzt hier noch reinläuft, kann ich schon wieder was anderes machen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Isolierband, suche mein Loch und mache es einfach erstmal dicht, ne? Dass hier dann nichts weiter raus könnte, je nachdem. Gut, das hat sich erledigt. Nun ist der Tank halb voll. Das reicht erstmal. Ich habe jetzt meinen 7er Schlüssel angesetzt und öffne die Verschraubung. Wie gesagt, hier kommt man nicht allzu gut dran. Ich überlege gerade mal, wie ich das am besten euch zeigen kann, weil irgendwie müssen wir hier dran kommen. Ich hole mal einen anderen Schraubendreher. Das will ich euch irgendwie auch richtig zeigen. Deshalb, ich biege das jetzt hier mal etwas zur Seite. Muss natürlich selbst vorsichtig sein und ich löse jetzt die Schraube. Wenn sie runterfällt, ist nicht so schlimm, dann setze ich sie wieder ein, aber es tropft schon. Also, man sieht hier vielleicht, seht ihr, hier kommt jetzt schon das Öl. Also das Öl läuft schon langsam raus. Ich kann ja mal ein bisschen pumpen, dass wir noch mal ein Tröpfchen mehr bekommen. Jawohl. Jetzt entlüftet sich das System und es müsste dementsprechend hier auch gleich tröppeln. Seht ihr das Tröppeln? Achtet mal hier drauf. Da müsste gleich was passieren. Da müsste sich gleich wieder ein Tropfen sammeln. Da. Und wenn genug oder wenn die Luft raus ist, ja, ich lasse noch mal ein Tröpfchen, ein, zwei Tröpfchen kommen. Dann kann man sich sicher sein, ne, das sammelt sich hier, habt ihr ja gesehen, dann kann man sich sicher sein, dass die Ölzuleitung wieder okay ist und das Ölverhältnis dementsprechend auch stimmt. Jetzt habe ich das Ganze wieder geschlossen. Jetzt kommen noch mal das ein oder andere Tröpfchen, was als Überbleibsel ist. So, mein Plastik mache ich hier mal wieder gerade. Dementsprechend ist jetzt alles entlüftet
und die Ölzufuhr ist auf jeden Fall sofort wieder gegeben. Ja, das dazu. Alles ist angeschlossen. Nochmal den Stand abfragen. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Ölzufuhr. Ja, so kann ich die Ölzufuhr lassen. Ja, man könnte auch sagen, lieber einen kleinen Tuck mehr Öl als zu wenig. Ne? Gut, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Peter baut das ja schon zusammen. Nein, das mache ich nicht. Was ich jetzt nochmal mache, ich versuche, diese Schrauben zu lösen. Warum? Warum löse ich diese Schrauben? Das werdet ihr gleich sehen, weil ich habe da was vor. Und möchte, guckt mal, wie lang die sind. Und möchte dementsprechend was hier dran verändern. Mal gucken. Ja, die kommt auch schon freiwillig. Dahinter sind so eine Distanzhülsen, auch ebenfalls aus Kunststoff. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Dafür hole ich mir doch noch mal einen anderen Schraubendreher. Das soll doch irgendwie funktionieren. Ja. Und zwar, das ist ja im Grunde ein Schutz, ne? Dass hier nicht so viel Laub und so Kleinigkeiten eben reinfliegen. Aber doch, der hat auch schon seine Jahre hinter sich. Das war alles mal ausgelegt, ne? Mit, komme ich jetzt nicht drauf, wie das heißt. Ach, da komme ich schon noch drauf. Genau, mit Schaumstoff so ungefähr, ne? War das hier so ausgepolstert. Was ist mein Vorhaben? Mein Vorhaben, das gibt oder existiert sogar auch schon am Explorer Race, um eine bessere Luftzufuhr ranzubringen, ne? Dass der Zylinder immer schön gekühlt wird, zumindest hauptsächlich eigentlich in der Sommerzeit. Jetzt habe ich aber dieses Teil. Und zwar ist das eine Lufthutze. Die habe ich damals geschenkt bekommen. Und zwar von Marcel aus Hildesheim. Er hatte mir damals diese Lufthutze mitgebracht und hat sie mir einfach geschenkt. Weil er damit nichts anfangen konnte. Und ich dachte, oder jetzt, wäre es doch der richtige Zeitpunkt, das gleich mitzumachen. Ne? So kommt die Luft von vorne und kann hier schön immer reingeschoben werden und der Lüfter nimmt das Ganze schön auf und hat immer frische Luft. Das heißt, wieder abschrauben das Ganze und dann anpassen. Ich habe mir jetzt hier ein dehnbares Teil genommen, dass ich hier oben an die Schraube richtig schön locker und geschmeidig dran komme. Einmal lösen und nochmal lösen. Das war's schon. Mal meine Schraube hier rausnehmen. Jawohl, alles vorhanden. Das heißt, diese Hutze wird jetzt ordentlich hier angebracht. Ich setze meine Hutze jetzt an. Ich habe mir hier eine Linie gemacht, wo ich oder wie, in welche Richtung ich die Hutze ansetze. Das heißt, jetzt so kann ich ja hier noch schieben, weil ich muss sie etwas vermitteln. Ne? Und
setze sie jetzt mal so auf und gucke mal, weil es sollte ringsrum alles geschlossen sein. Das sieht sehr gut aus. Hier habe ich meinen Stift. Zeichne hier meine Punkte an. Und hier habe ich einen Bunsenbrenner. Hier. Ganz genau. Hier habe ich einen schönen, kleinen, schmalen Schraubendreher. Obwohl, ich nehme doch noch mal einen anderen, einen etwas kleineren erstmal. Einmal Gas öffnen. Und vorbereiten. Ja, damit habe ich schon ein paar Löchlein durchgepiekst. Nummer 1. Einmal. Vergrößern kann ich das immer noch. Nummer 2. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt hier mit dem Bohrer rumhantiere. Nummer 3. Aber, ja, ich glaube, ich muss es noch ein bisschen vergrößern. Das heißt, ich nehme jetzt doch den größeren. Ich habe ja vorne eine abgeflachte Spitze, ne, das ist ein Kreuzschlitz und ich muss ja nicht ganz durchgehen, ich kann ja meine Größe mir selbst sozusagen aussuchen. Ja, das Gas geht zur Neige, aber ich habe noch ein paar Kartuschen. Gut. Ja, doch, die Größe kann ich nehmen. Die Größe ist okay. Nächste. Weil ich möchte die Löcher nicht zu groß haben. Jawohl. Gut. Ich habe mir Schrauben rausgesucht. Schraubensicherung, ne, weil ich möchte ja nicht, dass da mal was passiert. Ich mache das hier mal ein bisschen sauber. Und hier habe ich schöne kleine Schrauben, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und die passen hier ganz genau rein. Das heißt, ich setze jetzt erstmal die erste Schraube an. Ja. Von der Länge genau richtig, gebe hier nach Möglichkeit, oh, das war ein bisschen viel, aber das schadet nicht. Wichtig ist, dass die Schrauben sich da drin oder die Muttern nicht lösen. Ich gucke mal, ich hatte eben auch schon irgendwo einen Schraubendreher. Komme ich natürlich blaue Finger. Macht nichts. Schraube, Mutter ansetzen und schon mal ein bisschen gegenziehen. Ne? Ja, das reicht erstmal. Sauber machen, nächste Schraube. Ne? Die Sicherung verhindert ja, dass das hier nachher sich mal löst und dann ins Polrad reinfliegt. Das möchte ich natürlich vermeiden. Schraubensicherung drauf. Mutter
Am besten ich nehme auch gleich wieder meinen Schraubendreher. Dann habe ich es ein bisschen einfacher. Anziehen kann ich sie dann gleich richtig, ne, dass das dann auch einen vernünftigen Halt hat. Schraube durch. Löcher sind exakt gut, auf jeden Fall. Schraubensicherung. Und gleich wieder ansetzen. Und das Ganze verschrauben. Ich nehme jetzt gleich eine kleine Zange, weil das reicht dann Menge aus, ne, wenn ich das dann jetzt damit ein bisschen gegenhalte. Ich nehme am besten ja eine Kombizange. Ne? Ich nehme meine Kombizange, halte sie hier so ein bisschen gegen, so dass ich oder dass die Mutter sich auch schön ranziehen kann. Ja, das einmal. Nummer 2. Okay, das ist natürlich hier ganz schön knapp hier drin, ne? Aber es sollte eigentlich funktionieren. Ja, wer sagt's denn? Das geht doch. Und die letzte noch. So sieht jetzt die Hutze aus. Liegt schön sauber an, also doch prima. Schützt es auch ein bisschen. Von innen kann ich jetzt hier meinen Überfluss von Schraubensicherung rausnehmen. Die Schrauben haben das, was sie brauchen. Zur Not kann ich oben immer noch mal einen Klecks nachgeben. Das ist dann auch nicht so schlimm. Ja, fertig. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Schraubensicherung oben drauf getan. Und ja, somit kann das Ganze jetzt angebracht werden. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir jetzt hier meinen eigenen Spritzschutz gemacht. Ich habe einen Schlauch genommen, in der Mitte geteilt und habe somit jetzt meinen Spritzschutz. Hier ist ja das Original und hier ist mein nachgeahmter Spritzschutz. Gut, das kann man auch aus Schläuche machen, wenn es nicht anders geht. Ansetzen und das dichtet dann nämlich auch richtig schön ab, wenn es dann verschraubt ist. Das sitzt. Jetzt muss ich aber noch die lange Schrauben oben einsetzen. Na, mal gucken, ob ich da so hinkomme. Weil jetzt sehe ich gerade nicht viel. Irgendwie muss ich mal mein Licht ein bisschen umgestalten hier. Obwohl, wenn alle Stricke reißen, setze ich die Schraube von oben an. Ja, ich glaube, ich setze sie mal von oben an. So sieht es jetzt aus. Schrauben sind alle drin, alles ist fest. Hier unten die selbstgebaute Dichtung. Sitzt auch schön perfekt dran und so kann sich das Ganze doch sehen lassen. Das heißt, Auspuff dran, Sitzbank rein, ja, und dann machen wir die Tage noch mal den Lauftest und jetzt sollte alles in Ordnung sein. Wir sehen uns im nächsten Video, bleibt am Ball, schönes Wochenende.
nächste Video kommt auch schneller, als man gucken kann. Also, macht's gut. Tschüss.